Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde WOT. Mein Name ist Rampage und wir haben heute ein super Match für euch. Ich bin hier unterwegs im E50M im 10er Gefecht auf LH Luff und wie ihr schon seht, ich bin blau. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Eigner rausgeschossen und hier ist gleich ein 4190 GF. Ja, und da habe ich erstmal gründlich verschossen. Hier kommt noch ein TVP, aber auf den kann ich gut wirken. So, da kommt der STB, der ist aber etwas zu schnell für mein Reload. Wir haben hier für den E50M im Durchschlag 270 und 390 Alpha Schaden. Das ist ordentlich. Ich habe mich hier dafür entschlossen, eine Verteidigungsposition einzunehmen, um hier die Gegner erstmal zu dezimieren und die HP ein bisschen zu reduzieren, damit wir auch eine Chance haben. Letzten Endes kann man mit dem E50 spielen wie ein Heavy. Man kann mit ihm spielen wie ein Medium. Das ist eigentlich egal. Er hat jedenfalls so viel Durchschlag, dass man eigentlich kein Gold braucht. Ich habe hier auch nur 5 Goldschüsse dabei. Ansonsten mehr nicht. Ich verhalte mich hier ein bisschen vorsichtig. Ich sehe, der E100 kommt erzielt und fahre hier erstmal zurück. So, der E50 hat ein paar Sondermöglichkeiten. Er kann eigentlich ohne groß Gold nutzen zu müssen, außer bei der IS-7, alles durchschlagen frontal. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen, wie das funktioniert. So, wir wissen, der E100 ist vorgefahren. Der wird jetzt hier gleich mit dem Turm spielen. Das nützt bei dem E50 leider gar nichts. Ihr seht, ich schieße ganz normal APCR als Standardmunition und ihn einfach frontal durch die untere Seite des Turms. Oh, nochmal. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann der E50 und auch der Leopard 1. Ja, da habe ich voll verschossen, habe nicht gewartet. Ich habe natürlich immer die Minimap im Auge, aber mir sind hier erstmal die Gegner hier vorne an der Heavy-Seite ein bisschen wichtiger, als was da im Hintergrund los ist. So, die Maus. Ja, da habe ich ein bisschen die untere Seite des Turms getroffen. Da komme ich bei der Maus am Turm nicht durch. Man muss schon genau die Mitte treffen. Ansonsten wird die Granate nämlich abgelenkt und mein Kaffee steht hier. Ihr seht, meine Granate schlug genau in der Mitte des Turms ein und dann kommt man eben auch durch. Er hat ja nur 220. So, und hier schieße ich in das vordere Kettenrad des STB und er kann nichts dagegen tun. Und damit ist er draußen. So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Jetzt kommt der Jagdpanzer E100. Ich möchte mir natürlich keine 1000er Schelle fangen. So, oh, jetzt kam ich nicht durch. E100. Ich ziehe mich immer so ein bisschen weiter zurück, auch mit der IS-7 hier. So, und ich möchte nichtsdestotrotz nicht, dass sie uns rudeln. Jetzt kam ich oben an den Entfernungsmesser nicht durch. Das ist nämlich der kleine Balken oben beim E100, da kommt man durch. Ah, jetzt werde ich langsam etwas nervös. So, und jetzt hier unten untere Wanne. Und somit habe ich jetzt erstmal dem Jagdpanzer E100 den Motor ausgeschaltet. Das weiß ich durch die Auswertung. Der war komplett deaktiviert, deswegen stand er hier rum. So, ich sehe, hinter mir taucht die IS-7 auf. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich möchte nicht, dass er mir in den Bobo schießt. Deswegen werde ich mir jetzt hier erste Mal mich dazu entscheiden, ein bisschen Druck auf die IS-7 auszuwirken.
So, ins vordere Kettenrad rein, damit sie steht. So, und da kann der 57 Heavy wirken. Und hier hole ich mir die IS-7 dann für mich. So, wir wissen noch, die Maus kommt, die Badget ist da, die hat sich, glaube ich, jetzt leer geschossen. Der E50M steht da noch. Die haben sich alle so weitestgehend zurückgezogen. Da kommt die Maus. Der E5 hat sich irgendwo vom Feld aus, konnte er hier einen Schuss an mich anbringen. Er hat sich da wohl gedacht. Ja. So, und hier verschießt die Maus. Jetzt versucht sie mich hier tot zu rammen. Aber ist dafür natürlich ein bisschen zu langsam. Und somit habe ich sie erledigt. Also ihr seht auch, ich schieße immer auf die Weak Spots. Das kann man mit dem E50M ziemlich gut treffen. Und das ist eigentlich kein Problem. Er zielt ja ziemlich gut ein. Und ja, ich sehe, der E5, der bewegt sich jetzt hier langsam aus seiner Deckung heraus. Das ist Grund genug für mich, jetzt hier auf ihn wirken zu wollen. So, er fährt aus seiner Deckung heraus. Ich denke mir, wunderbar. APCR fliegt sehr, sehr schnell. Und somit kann ich jetzt hier einfach erstmal dastehen und das Ganze abernten. Eine 400er 5er Schelle direkt in die Hinterseite des Turms. Ja, und da habe ich wohl irgendwie die Spitze des Heckturms erwischt und bin da nicht durchgekommen. Ich denke mir aber, okay, fährst jetzt einfach mal weiter aus durch und schaust hier, ob du von hier oben aus ein bisschen was treffen kannst. Aber dem war nicht so. Wir haben jetzt zurzeit aktuell eine W8 von 7400. Den Schaden sieht man hier nicht. Aber ich kann euch versichern, der ist jetzt schon ziemlich hoch. Ja, bei dem Typ 5 Schwert, das ist immer noch so eine Sache für sich, wo ich hier durchkommen soll. Ich weiß es einfach gar nicht so richtig. Also frontal ist mir das Ding ein Rätsel, wo ich da durchkommen soll. Ich weiß jetzt, okay, der E50M, der ist jetzt hier, der wird sich jetzt erstmal so positionieren, dass er verteidigen kann. Ich weiß, der E5, der fährt jetzt da hinten hoch. Und hier wage ich mich eigentlich schon ein bisschen zu weit vor. Die Badget, die schießt von da oben raus. Und ich denke mir, okay, was mache ich jetzt hier an der Stelle? Ich habe einen E5, der wird mir in die Flanke fallen können. Und ein Typ 5 Heavy, der, wo ich nicht weiß, wo ich frontal durchkomme. Gold zu schießen war jetzt erstmal keine Option. Ah, und da geht der E5 auch schon auf. Jawohl. Und da habe ich erstmal den Turm getroffen. So, er prallt an meiner oberen Wanne ab. Jawohl, schön in die Seite. Und ich denke mir, okay, winkel ich mich erstmal ein bisschen an. Und ja, und somit ist er schon tot. So, jetzt ist natürlich die Frage, sie haben sich natürlich alle ziemlich konzentriert da hinten, Typ 5, E50 M und der Badget, gerade wenn die Badget voll ist, ist sie ein Problem für mich. Ich habe jetzt hier noch 4 APCR-Granaten. Ist natürlich immer die Frage, wie macht man es? Aber an sich auch kein Problem. So, ich muss mich jetzt hier erstmal hochpirschen. Natürlich wird jetzt erstmal der Typ 5 schwer sein, wie ich den jetzt rausnehme. Die Badget ist jetzt, glaube ich, erstmal das größere Problem. Der hat nämlich eine WN8 von, ja, sage und schreibe 3500. Allerdings ist das ein Reroll-Account. Ja, man hat nur 1000 Gefechte drauf. So, E50. Ja. Nicht so ein guter Spieler. Ja. So. Naja, Freundchen, mich triffst du erstmal nicht so einfach. So, ich weiß, die Badget in der T71 ist da hinten. Die können mich erstmal nichts. Und
So. E50. Du wirst jetzt erstmal sterben. So, da konnte er leider einen Schuss auf mich anbringen. Zieh mich zurück und da kommt die Batchet. Das ist ein Problem für mich. Und ich versuche ihn jetzt erstmal zu rammen. Er verschießt jetzt einmal. Ramm ihn. Drück ihn an die Seite. Und jetzt sieht er meine Seite und er kriegt mich raus. Das ist allerdings auch der Tod von der Batchet. Wir haben jetzt hier eine WN8 von 10.530. Das ist erstmal soweit in Ordnung. Ja, der 57 Heavy, der kämpft sich dahin zurecht. Warum der nicht früher mal auf die Batchet geschossen hat, das weiß ich nicht. Der E5 kettet jetzt den T71 und rammt ihn. Gut, geht auch. Wir haben gewonnen, das ist das Hauptziel und gehen zur Auswertung. So, da haben wir die Auswertung. Wir haben hier den E50M gemeistert, haben hier ein paar kleines Geräppel dabei und ihr seht, ich habe hier 8.166 Schaden. So. Ich stehe somit auf Platz 1. Der 57 Heavy hat hier 4.000. Die IS-7 war eigentlich auch ganz okay. Die ISU hat schön gewirkt. Der E5, naja, hätte auch ein bisschen mehr machen können. Die zweite IS-7, das war alles nicht so dolle hier bis zur Hälfte. Der war eigentlich der 54 E1 ein bisschen schlecht mit 1300 nur. Der hätte auch seine Trommel mal raushauen können komplett. Aber nichtsdestotrotz, die Batchet hat sehr gut gespielt. Man sieht auch 6400 Schaden. Das macht nicht jeder mit einer Batchet und das ist eigentlich auch ein Spieler, der hat sich ein zweiter Account anscheinend aufgemacht. Der weiß schon, wie es geht. Wir haben hier 34 Schuss rausgekloppt. Eine Heatgranate musste ich zum Schluss nehmen, weil ich keine APC mehr hatte. So, haben hier 34 rausgeschossen. 31 davon haben getroffen und 22 durchschlagen. So, haben hier 8100 Schaden. Schaden abgewehrt haben wir 2000. Gefahrenstrecke 3 verteidigt. Haben hier 100.000 mit Premium-Account und ohne wären 67.000. Und trotz der 8.000 Schaden, die wir gemacht haben, hätte man ohne Premium-Account ein Minus gemacht von 9.000. Und somit haben wir bei dem Premium-Account 25.000 plus oder 24.600, um genau zu sein. Das war ein Mal-3-Gefecht mit 5.600 Erfahrungspunkten, die ich zum Schluss eingesackt habe. Und danach, das war nämlich heute Morgen früh um 7 gewesen. Oder kurz vor 7 gewesen, da habe ich das Ding gefahren. Und letzten Endes wurde dann der Server zurückgesetzt und da gab es wieder einmal 3 und das nächste Gefecht hatte ich mit 5600 Schaden abgeschlossen und da habe ich nochmal schön mal 3 abgeerntet. Das hat sich also an dieser Stelle wieder gelohnt mit dem E50M. Er ist eben ein ziemlich guter Medium. Gut, Leute, ich möchte mich bedanken für das Ansehen des Replays. Tut mir leid, dass ich momentan echt wenig Zeit habe, um euch da jeden Tag ein Video zu präsentieren. Momentan ist da einfach bei mir nicht mehr drin und das tut mir ganz sehr leid. Aber Privatleben geht vor, das sage ich immer wieder. Zocken kann man auch, aber man muss eben eine deutliche Linie ziehen, was ein wichtiger ist. Na? Also in diesem Sinne, man sieht sich auf dem Schlachtfeld, Jungs. Ciao, ciao.